Lieber Herr Ulrichs, liebe Frau Hahn, lieber Herr Bürgermeister Kehler, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir kommen heute unter widrigen Bedingungen zusammen. Die Nachrichtenlage ist alles andere als positiv. Und trotzdem haben wir uns nach langem Abwägen dazu entschlossen, diese Veranstaltung stattfinden zu lassen. Dazu trägt 2G Plus bei, aber auch, so leid es uns tut, der Verzicht auf das Gläschen Wein und das Gläschen Wasser, was wir in der Regel nach dem Vortrag anbieten, um zu Gesprächen einzuladen. Die Gespräche können natürlich sehr gern stattfinden, aber heute ohne Getränkeausschank. Wenn man die Internetseite von Wolfgang Ulrich anklickt, so wird rasch deutlich, dass der Name ideenfreiheit.de für ihn Programm ist. Wolfgang Ulrich mischt sich im besten Sinne vielerorts ein, wo über die Rolle von Kunst und Kultur in der Gegenwart debattiert wird. Ob als Buchautor, Essayist oder Kolumnist, als Redner, in Podiumsdiskussionen oder im Interview. Auf vielerlei Weise und an vielen Orten ist seine Stimme zu hören. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei den Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. Dabei nimmt er aber auch gern immer wieder die Wurzeln der Moderne in den Blick, also künstlerisch-kulturelle Phänomene des 19. Jahrhunderts. Kurz noch zu Ihrer Vita, Herr Ulrichs, das bleibt Ihnen jetzt nicht erspart. Ich hoffe, ich nenne wenigstens die aus Ihrer Sicht wichtigsten Punkte und Stationen. Wolfgang Ulrich hat Philosophie und Kunstgeschichte in München studiert und wurde 1994 promoviert. In den folgenden zwei Jahrzehnten hatte er Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Hervorgehoben sei die Professur für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe von 2006 bis 2015. Und seit 2015 arbeitet er als freier Autor und Kulturwissenschaftler in Leipzig, forscht und publiziert zur Geschichte und Kritik des Kunstbegriffs, zu bildsoziologischen Themen sowie zur Konsumtheorie. Einigen unserer Gäste ist sicherlich der spannende Vortrag in Erinnerung, den Wolfgang Ulrich im September 2018 im MATA gehalten hat, dort anlässlich der Eröffnung des Symposiums »Wem gehören die Bilder?« Also da ging es um die spannende Frage der Bildrechte. Ja, und lieber Herr Ulrich, wir freuen uns sehr und fühlen uns auch geehrt, dass Sie wieder einmal von Leipzig aus die lange Reise nach Herford auf sich genommen haben. An dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite noch einmal ein herzliches Willkommen zu dieser kleinen, intimen, feinen Vortragsveranstaltung. Bevor Herr Ulrich überhaupt das erste Wort sprechen wird, müssen wir schon Danke zu ihm sagen, weil er hat uns nämlich dazu gebracht, dass wir Vorträge ab sofort streamen. Und das haben wir ja schon bei der Eröffnung gemacht und auch hochgeladen im Netz und den durchaus insgesamt nicht nur fachlich hervorragenden Vortrag von Barbara Fienken, sondern ja auch von seiner Inszenierung her, wer ihn verpasst hat, gibt es jetzt auch bei YouTube zu sehen oder eben auf unserer Seite der Stiftung Alas Pro Arte. Und insofern darf ich Ihnen danken für den Schlusssatz Ihres Zusage-E-Mails. Für den Fall, dass Sie nicht streamen möchten, finden Sie vielleicht auch jemand anderes, der den zweiten Vortrag bei Ihnen hält. Also dafür vielen Dank, dass Sie das so pointiert ausgedrückt haben und uns sozusagen nochmal angeschoben haben, das zu machen. Und ich finde es auch, und ich habe auch jetzt angefangen, auch jetzt schon mal den Vortrag von Frau Fienken weiterzuleiten und auch was Frau Hahn gesagt hat zur Einleitung. Und ich finde das wirklich auch ein tolles Medium, wenn Corona vielleicht so irgendwas gut ist, was man, wir als doppelt gebeutelt, weil wir einerseits Bekleidung machen und dann durch die Schließung des Einzelhandels sehr gebeutelt sind und andererseits hier durch alles, was wir kulturell gerne tun möchten. Wie gesagt, also wenn Corona vielleicht noch irgendwas in diesem Sinne Gutes hat, dann auf jeden Fall, dass wir jetzt stärker uns hier auch digitalisiert haben und jetzt auch unsere Vorträge und Veranstaltungen streamen können. Ja, meine Damen und Herren, ganz schönen Abend auch von meiner Seite. Natürlich zuerst mal großen Dank für die Einladung und jetzt für die beiden Reden, Frau Ahlers, Herr Thorner.
Der letzte Satz in der E-Mail klang vielleicht harscher, als er gemeint war. Ich bin natürlich sehr gerne gekommen, habe aber natürlich auch gehofft, dass mein Satz die Folgen hat, die er jetzt hat. Ich bin auch schon selber der erste oder einer der ersten Profiteure davon gewesen. Ich habe mir jetzt sehr gerne auch schon die Videos angeschaut, die auf Ihrem YouTube-Channel zu sehen sind. In Vorbereitung auf heute auch den Vortrag von Frau Finken mir natürlich angeschaut. Und performativ kann ich das nicht so gut wie Sie, aber in Reminiszenz an Frau Finken habe ich zumindest auch was Rotes unter was Schwarzem angezogen, aber ich mache das jetzt wieder dezent zu. Thema ist ein anderes heute, die Ausstellung, für die ich Frau Hahn auch herzlich danken will, die es toll kuratiert hat. Die Ausstellung bietet ja ganz verschiedene Möglichkeiten, jetzt nochmal das vortragsweise diese Themen zu erhellen oder in Beziehung zu bringen. Also beim letzten Mal ging es ja um Fetischismus, passend zum Haupttitel der Ausstellung. Ich möchte heute eher davon ausgehen, dass es ja eine Kunstausstellung über Mode ist, die wir hier sehen können. Und Ausgangsfrage ist eigentlich, warum gibt es so viel Kunst, die sich mit Mode beschäftigt, die über Mode geht, die auch zum Teil vielleicht selber Anspruch hat, Mode zu sein. Und deshalb möchte ich eben über das wechselvolle Verhältnis zwischen Kunst und Mode heute zu Ihnen sprechen. Das meine ich einerseits in dem Sinne, dass eben die Geschichte dieser beiden Bereiche Kunst und Mode davon geprägt ist, eben diese Geschichte, was Wechselvolles an sich hat. Also man wollte manchmal streng getrennt voneinander sein, manchmal ist man sich näher gekommen, manchmal hat man sich kritisch beäugt, dann hat man was gemeinsam gemacht. Also das waren ja ganz unterschiedliche Arten, wie sich die beiden Bereiche begegnet sind oder bis heute begegnen. Aber ich meine das mit dem wechselvollen Verhältnis auch noch in dem Sinne, dass sich eben auch in einzelnen Artefakten immer mal wieder so ein ambivalentes, komplexes, dialektisches Verhältnis zwischen Kunst und Mode manifestieren kann. Also dass dann dadurch so eine Art von Unruhe entsteht, weil sogar ein Wechselbad der Gefühle entsteht. Und wenn man sich darauf einlässt, dann schafft man es vielleicht auch für sich selber eine eindeutige Position zu überwinden. Und die Schuhskulptur von Willie Cole, Harriet Tubman with a Fire in Her Eyes, die hier vorne in der Vitrine ist, die aus dem Jahr 1994 stammt, die scheint mir ein solches, in dem Sinn wechselvolles Artefakt zu sein. Deshalb habe ich sie mir auch gewünscht, als Motiv für die Einladungskarte für heute Abend. Vielen Dank, dass das möglich war. Und mit der würde ich auch ganz gerne meinen Vortrag beginnen. Also Sie sehen, aus verschiedenfarbigen High Heels hat der Künstler hier eine Skulptur gebaut, die eine maskenartige Fratze verkörpert, also mit weit aufgerissenem roten Mund, mit starrenden Augen. Die Schuhe wirken fabrikneu. Einige der Modelle tauchen auch mehrfach in der Skulptur auf. Das heißt, damit wird eigentlich schon mal so auf den Massenkonsum verwiesen. Es geht offenbar um Überfülle, es geht um die Verschwendung der Konsumgesellschaft, also schon auch um Konsumkritik, könnte man sagen, die jetzt hier vor allem die Mode betrifft. Und mit ihren schnell wechselnden Trends ist Mode ja auch besonders stark verantwortlich für schnelle Konsumzyklen, für Überproduktion, für Maßlosigkeit, auch dafür, dass Menschen zu Fashion-Victims werden. Und man findet auch von Willie Cole immer wieder in Interviews vor allem kritische Äußerungen über die Konsumgesellschaft. Hier mal ein Zitat, geht schon klar los: I hate shopping, ich hasse das Einkaufen, weil man da immer so viel auswählen und muss und so viel zu entscheiden hat. Und ihm ist das alles zu beherrschend und es geht zu sehr um das Ich derer, die da konsumieren. Die ganze Kultur ist vom Ich der
vom Ego der Konsumenten getrieben, beklagt er sich. Und dann noch ein interessanter Satz: So much of what life could or should be about is masked by our obsession with buying and owning und so weiter. Also all das, was ums Welt eigentlich gehen sollte im Leben, das wird im Grunde verdeckt, maskiert durch eben unsere Obsession, immer einzukaufen, was zu besitzen. Also hier wird jetzt dem Konsum vorgeworfen von einem Künstler, sich im Grunde wie eine Maske über die Menschen zu legen, also ihren natürlichen, auch vielleicht einen gemäßen Zugang zur Welt zu verstellen. Insofern kann man diese Maske, die wir hier sehen in der Ausstellung, auch als die Fratze des Konsums deuten. Und solche Fratzen, die ja in vielen Kulturen vergleichbar existieren, haben meist ja noch eine ganz spezifische Funktion. Man nennt das mit dem Fachbegriff die apotropäische Funktion, also eine abschreckende Wirkung. Denken Sie an so hässlich obszöne oder groteske Figuren, an Kathedralfassaden des Mittelalters. Denken Sie auch an andere solche Fratzen in religiösen, in rituellen Zusammenhängen. Hier mal ein Beispiel, eine Figurenurne aus Mexiko, also wo durch diese Fratze die bösen Geister abgehalten werden sollen, die vielleicht jetzt hier eben die Asche in dieser Urne sonst piesacken oder angreifen könnten. Also solche Fratzen sollen böse Geister abhalten, sollen diejenigen, die sie dann besitzen, vor schlechten Einflüssen schützen. Das heißt, auf die Arbeit von Cole angewandt, ganz interessant, er verwendet jetzt eigentlich gerade Konsumprodukte wie Schuhe dazu, Sorgen vor dem bösen Geist des Konsums zu schützen. Das heißt, die Produkte werden von ihm eigentlich umkodiert mit dem, was er da macht, also aus was er selber als erstmal schädlich, gefährlich empfindet, wird eigentlich dann doch wieder was Heilbringendes, was Gutes von ihm gemacht. Das heißt aber auch dann wiederum, dass er nicht sagen würde, Konsumprodukte sind an sich schlecht oder böse. Es geht einfach darum, was man mit ihnen macht, wie man mit ihnen umgeht. Sie verfügen aber sicher allgemein über starke Kräfte. Sie können den Menschen überwältigen, verführen, vom rechten Weg abbringen. Aber eben, wenn man sie richtig einsetzt, so wie er sie einsetzt, würde er sagen, können sie eben auch letztlich zum Nutzen und zum Vorteil sein. Also Cole nimmt ja den Schuhen hier auch gerade mit dem, was er macht, ihren Gebrauchswert, indem er jetzt hier eine Skulptur draus baut. Aber, das würde er zumindest für sich in Anspruch nehmen, er legt damit auch die Kräfte dieser Schuhe frei, er steigert sie vielleicht sogar noch. Die Fratze hat ja, wie der Titel schon sagt, auch Feuer in ihren Augen, also ist voller Energie. Diese Energie legt er quasi frei, die in diesen Schuhen steckt und versucht eben daraus eine positive Energie zu machen. Er hat das auch nicht nur einmal gemacht, also seit Jahrzehnten besteht sein Werk in nicht ganz geringem Umfang aus immer wieder anderen, auch Metamorphosen von Konsum- und Modeartikeln in starke Figuren. Und jetzt stockt es da, danke. Er selbst spricht da bezogen auf diese Praktik, die er anwendet, auch von einem Upcycling, also nicht Recycling, sondern Upcycling. Da kommt, denke ich, auch ganz schön sein Selbstbewusstsein als Künstler zur Geltung. Also er suggeriert mit diesem Begriff, dass er so etwas Höheres, was Wertvolleres macht, was Besseres macht als diejenigen, die jetzt zum Beispiel diese Schuhe designen oder produzieren und damit immer schon Teil auch der Konsumhölle sind. Also er erklärt sich als Künstler auch damit zu Gegenspieler, etwa der Designer, der Modelabels, folgt sicher auch einer üblichen Einteilung, wonach Kunst Hochkultur ist, also und Modekonsum eher low anzusiedeln sind, also niedriger anzusiedeln sind. Und genau dieses Selbstverständnis aber auch erlaubt es ihm dann wiederum, Kooperationen mit Modelabels einzugehen, also sich ihnen sozusagen als Veredler, als Therapeut auch anzubieten. Und insofern kommen in Willy Cole letztlich beide Begriffe des Titels meines Vortrags zusammen, also er ist sowohl Gegenspieler der Mode als auch Kooperationspartner.
Also das ist, wenn Sie auf die Website von Willy Kohl gehen, aktuell die Startseite. Also da sieht man, er macht hier aufmerksam auf eine Kooperation mit der Modemarke Tod's, Marke, die Schuhe, Handtaschen, Accessoires herstellt. Und hier ist jetzt nicht von Upcycling die Rede, hier haben wir nochmal einen anderen Begriff, nämlich Artcycling ist der Begriff, unter dem diese Kooperation läuft. Was nochmal vielleicht auch bestätigt, jetzt Kunst ist das Höhere, das Wertvollere, wo was eben aus Dingen, die sagen Rohstoffe oder eben Produkte, die schon da sind, nochmal was ja, Höheres machen kann, das vielleicht eben auch nachhaltiger wiederverwenden kann, was schon von anderen auf die Welt gebracht wurde. Und jetzt ganz konkret bei dieser Kooperation ging es darum, dass Kohl aus Materialresten Skulpturen bauen sollte, um diese dann in den Schaufenstern, Verkaufsräumen von Tod's zu präsentieren. Genau, das sind jetzt zwei Postings vom Instagram-Account von Tod's, wo man sieht, einmal eins der Schaufenster, einmal eine dieser Skulpturen, die Kohl jetzt im Zuge dieser Kooperation gemacht hat. Also wichtig zu sehen, Kohl hat jetzt hier nicht Mode entworfen für die Marke, nichts Käufliches gemacht. Damit aber vielleicht auch nochmal diese spezielle, aus seiner Sicht überlegene Rolle der Kunst umso mehr betont, eben zu sagen, ich bin Künstler, ich mache nicht Konsum, ich mache nicht Kommerz, aber ich kooperiere mit Marken so, dass ich ihnen sagen, auch so ein Upgrading verleihen kann oder dieses Artcycling betreiben kann. Also Kohl bleibt ganz klar als Künstler, so könnte man sagen, auf dem Boden auch des autonomen Kunstbegriffs der Moderne. Also eines Kunstbegriffs, der ja wesentlich dadurch bestimmt ist, durch die Überzeugung, dass eben Kunst gerade keinen externen Erwartungen, Interessen folgen soll, sondern allein sondern ihren eigenen, selbstbestimmten Vorgaben verpflichtet ist. Und insofern kann sie sich eben auch sehr gut von Mode absetzen, weil Mode muss sich, klar, an Nachfrage orientieren und zweiter wichtiger Punkt, ist immer einem Gebrauchswert auch verpflichtet. Und allein deshalb auch viel weniger frei als Kunst. Und gerade auch deshalb hatte eben in der ganzen westlichen Moderne verglichen mit Kunst oder vor allem aus der Perspektive der Kunst heraus Mode meist ein eher ja, schlechtes Image, kann man sagen. Also sie war eben das Unfreie. Mode, das war das Modische bloß, das Vergängliche, das Kurzzeitige, das Ephemere, das Beliebige, das Irrelevante, das Kommerzielle, nur auf Reiz und Verführung bedacht. Also es waren alles so die so negativen Begriffe, mit denen man Mode ja sehr oft besetzt hat. Und noch ein anderer interessanter Vorbehalt bestand in der Unterstellung, dass Mode eigentlich im strengen Sinn keine Geschichte hat. Natürlich beziehen sich Modelabels immer wieder auf etwas aus der Vergangenheit, aber das geschieht eben nicht so in der Weise, wie sich Künstlerinnen und Künstler beziehen auf eine Vergangenheit, sondern Kunst bezieht sich oder bezog sich eben zumindest in der Moderne immer so auch auf ihre eigene Geschichte. Man hat sich bestimmten Traditionen jeweils verpflichtet gefühlt oder wollte sie auch explizit widerlegen und dementieren, um auf diese Weise seine Autonomie zu entfalten. Aber es war so immer ganz klar, als Künstlerin, als Künstler hat man ein enges Verhältnis zur Geschichte der eigenen Disziplin, des eigenen Faches und bestimmt die eigene Rolle aus der Geschichte heraus. Und der Vorwurf war dann immer gerade eben von Künstlerseite, dass Mode sich eben nicht innerhalb eines solch strengen Rahmens entwickelt und dass Rückbezüge historischer Art in der Mode eher spielerischen und beliebigen Charakter haben. Sondern alle Trends kommen eben früher oder später mal wieder, heißt es dann immer so. Und diese negativen Bilder, die auf Mode projiziert wurden, die hat man natürlich dann auch auf die Künstlerinnen und Künstler angewendet, denen man dann auch am Zeug flicken wollte. Also das Schlimmste, was man in der Moderne einem Künstler vorwerfen konnte, war zu sagen, du bist bloß Mode oder das ist nur ein Modestil, was da entsteht. Also insofern war hier eine strikte Trennung zwischen Kunst und Mode erstmal der Regelfall. Und
Zugleich aber muss man sagen, bei ein bisschen nüchterner Betrachtung, dass diese strikte Trennung natürlich immer auch ein bisschen was Künstliches hatte. Und sogar ein Philosoph wie Theodor W. Adorno, der sicher einer der radikalsten Verfechter autonomer Kunst war, hat eingeräumt, dass die Kunst jetzt doch nie so rein sei, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Dass es aber auch nicht nur ein Nachteil sein müsse, wenn sie sagen, von Mode oder von Moden beeinflusst werde. Ah, danke, Sie haben das Zitat schon hergetan. Ja, aus seiner ästhetischen Theorie, posthum 1970, ein Jahr nach seinem Tod erschienen. Nur ein paar Sätze. Da sagt er zuerst eben, ja, von der Kunst lässt Mode nicht derart säuberlich sich abheben, wie es der bürgerlichen Kunstreligion, also sagen der Haltung, die Kunst eben sehr überhöht, genehm wäre. Kunst muss, schreibt er weiter, will sie sich nicht ausverkaufen, der Mode widerstehen, aber auch sie innervieren, also sie sorgen immer wieder auch herausfordern oder sagen stimulieren, um nicht gegen den Wettlauf, gegen den Weltlauf ihren eigenen Sachgehalt sich blind zu machen. Also wenn sich Kunst völlig abschließt, so nicht auch mit was wie Mode auseinandersetzt, dann wird sie sogar auch steril. Das ist die Gefahr. Die erkennt also Adorno hier durchaus. Und dann noch weiter, die Verachtung der Mode, also wie sie von Kunst aus meistens vorgebracht wird, wird provoziert von ihrem erotischen Moment, indem sie die Kunst dessen gemahnt, was zu sublimieren ihr nie ganz gelang. Also die Kunst möchte eigentlich nicht erotisch sein, ein bisschen ist es doch, sie sieht, die Mode darf erotisch sein und das ist sozusagen so ein Dauerkonflikt, der dadurch zwischen beiden entsteht. Und dann noch eine ganz sehr bildstarke Formulierung, durch Mode schläft Kunst mit dem, was sie sich versagen muss und zieht daraus Kräfte, die unter der Versagung, ohne die sie doch nicht wäre, verkümmern. Also nochmal gesagt, die braucht eigentlich auch diese unmittelbare Nähe mit der Mode. Sie muss eigentlich schlafen mit der Mode, die Kunst. Dann kann sie sagen, auch die Teile, die sonst zu kurz kommen in ihr, doch irgendwie noch auch zu Gestalt bringen oder ausleben. Aber darf es natürlich nicht zu sehr und nicht zu offiziell tun. Es sollte eher so eine geheime Affäre sein zwischen Kunst und Mode, nicht so ein offizielles Liebesverhältnis. Oder nochmal anders gesagt, eben nach Adorno hat die Kunst so eine Doppelbewegung zu vollziehen, also muss sich distanzieren von der Mode, aber soll sie eben nicht ignorieren, sondern durchaus zu ihrem Thema machen, in sich aufnehmen und auf diese Art erreichen, dass sie selber nicht blind und bezugslos wird. Also Kunst wird sonst eben zu spröde, zu aseptisch, wenn sie sich nur alles erotische, reizspezifische und so, das sich selbst nicht zugesteht. Und das nur deshalb nicht tut, weil sie Angst hat, sonst ihre Autonomie zu gefährden als Kunst. Also Mode als stimulierender Kitzel für die Kunst, dem sie aber eben nicht erliegen darf, aber der sich daran erinnert, selbst auch so eine sinnliche Dimension zu haben. Also eine Gratwanderung könnte man auch sagen. Wenn die Kunst diese Gratwanderung besteht, dann ist sie danach umso reflektierter, umso differenzierter. Und das macht die Herausforderung auch so besonders. Das vielleicht auch jetzt, deshalb ist zwischen Kunst und Mode nochmal auch ein engeres oder interessanteres oder eben wechselvolleres Verhältnis als zwischen Kunst und irgendetwas anderem. Und ja, was Adorno hier so, denke ich, schon sehr, sehr gut und sehr anschaulich formuliert, das kann man auch in etlichen Werken hier in dieser Ausstellung, finde ich, sehr gut nachvollziehen. Das wäre jetzt das nächste Bild, bitte. Das finden Sie im ersten Stock oben von Daniel Spörri. Hier dieses Schuhobjekt, interessanterweise genau aus dem Jahr 1970, also als Adornos ästhetische Theorie erschienen ist. Und hier sehen Sie jetzt wie ein einzelner High Heel, also wir bleiben nochmal beim Thema Schuhe, mit so bräunlichem Montageschaum gefüllt, ergänzt wurde. Also die glatte Oberfläche des Konsumprodukts, seine elegante Form, das wird kontaminiert. Damit demonstriert Daniel Spörri, dass er sagen, also und zwar ganz demonstrativ zeigt er uns, sagen eben, dass er
anderen ästhetischen Idealen folgt als die Mode, als die Welt des Konsums. Sondern ihm geht es gerade nicht um den schönen Schein, um die Illusion. Er lässt sich auch nicht verführen vom Glanz der Mode. Nein, er setzt hier so eine schroffe, weil sogar fast schon ein bisschen eine eklige Sinnlichkeit, gar hin bis zu Fäkalassoziationen gegen jetzt die Sinnlichkeit der Mode. Aber er zerstört die Mode hier ja auch nicht, sondern mit ihr als einem Element, könnte man sagen, erzeugt er ja hier auch einfach ein neues Gebilde, das gerade davon lebt, jetzt keinen Gebrauchswert haben zu müssen, das auch nochmal die Freiheit der Kunst eigens demonstriert. Es wirkt ja auch so improvisiert, spontan, so als heitere, freie Reaktion auf das Modedesign, was Spörri hier gemacht hat. Also ich würde sagen, in so einer Arbeit wird es sehr anschaulich, wie eben Kunst und Mode Gegenspieler sind, aber wie die Mode auch als eine Art von Sparringspartner für die Kunst taugt, sie herausfordert. Mode steht ja hier am Anfang dieser Arbeit, der Künstler reagiert und setzt jetzt seinen Habitus und seine Vorstellung von Ästhetik, von Werk dagegen. Und genauso kann es aber natürlich auch umgekehrt sein, nämlich dass Kunst die Mode herausfordern kann. Das setzt allerdings voraus, dass Künstlerinnen und Künstler überhaupt erstmal bereit sind, sich auch so weit auf Mode einzulassen, dass sie was konzipieren, das einen Gebrauchswert hat. Dass, obwohl es Kunst ist, seine Autonomie gerade nicht dann darin beweist, sich über jegliche Anforderungen hinwegzusetzen. Das war lange kaum der Fall, diese Art von Verhältnis zwischen Kunst und Mode. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich hier sehr viel verändert. Also seither ist es eben durchaus üblich geworden, dass Künstlerinnen und Künstler mit großen Modelabels kooperieren, wobei die Initiative schon meist von den Modelabels ausgeht. Und am Anfang war es so, wenn man das so ein bisschen pauschal und im Blick zurück mal beschreibt, anfangs war es so, dass so eine Kooperation für beide Seiten so ein bisschen was, kalkuliert Frivoles auch an sich hatte. Also die Künstlerinnen und Künstler haben ja dann hier kokettiert, auch mit dem Kommerziellen, also erstmal mit dem Bösen sozusagen. Und die Modelabels haben auch was riskiert, nämlich ein Stück weit ihre Reputation riskiert, wenn sie jetzt da was lanciert haben, was halt erstmal, indem es aus der Kunst kam, dem weithin geltenden Geschmack widersprochen hat, sehr provokant war. Aber diese Frivolität, die für beide Seiten hier eine Rolle spielte, hat sich letztlich auch für beide Partner gelohnt, nämlich in dem Sinn, dass es Distinktionsgewinn bringen kann. Und zwar interessanterweise gerade dann ist der Distinktionsgewinn am größten, wenn die Künstlerinnen und Künstler dem treu bleiben, was sie sonst in ihrer autonomen Tätigkeit machen. Dann beweisen sie ja, dass sie unkorrumpiert sind und sich nicht vereinnahmen lassen, dass die Modewelt ihnen jetzt nicht einen eigenen Stil aufgezwungen hat. Und die können ihre Autonomie nochmal demonstrativ unter Beweis stellen. Aber die Modelabels haben auch einen Imagevorteil, weil sie sich ja jetzt dann als besonders mutig oder avantgardistisch oder eben auch mit Affinität zur Hochkultur präsentieren können. Und diesen Distinktionsvorteil können sie an ihre Kundinnen und Kunden auch gleich wieder weitergeben, weil die ja sich dann auch wieder absetzen können vom Massengeschmack, wenn sie jetzt was erwerben, das vielleicht erstmal krass oder provokant oder befremdlich wirken mag. Also nehmen wir das nächste Bild bitte, mit einer Handtasche, mit einem Motiv eines modernen Künstlers kann man regelrecht vielleicht sogar einschüchtern und eben viel besser als mit einer Tasche, die nur teuer ist. Also wenn sie teuer ist und noch von einem Künstler, dann ist der Distinktionsgewinn größer. Was wir hier sehen, ist aus einer Kampagne, die 2008, Richard Prince für Louis Vuitton gestaltet hat. Das sind Handtaschen gewesen unter dem Serientitel Monogram Chokes. Und Sie sehen auf diesen Handtaschen, wir können gleich das nächste Bild nehmen, immer
explizit schlechte, geschmacklose, meistens auch sexistische Witze, die Richard Prince aus Trash-Magazinen der 70er Jahre bezogen hat. Ähnliche solcher Witze hat er auch schon, nächstes Bild bitte, bei Gemälden, Zeichnungen, Grafiken verwendet. Und ja, generell arbeitet Prince so mit, als Künstler mit Elementen der Massenkultur, so ein bisschen eine Tradition auch von Pop-Art, von Ready-Made-Strategien. Also er nimmt meistens besonders Triviales auf, überführt es in die Kunst, sondern auch eine Art von Upcycling, könnte man sagen, die da stattfindet. Und jetzt hier sagen, das Interessante bei dieser diesen Taschen für Louis Vuitton, also er nimmt was aus der Trivialkultur, es kommt erstmal in die Kunst rein durch ihn und dann bringt das wieder in die Kommerzkultur zurück, aber innerhalb der kommerziellen Welt ist es vom Trashigsten zum Teuersten geworden. Also so ein interessanter Aufstieg, also das wieder auch im Sinne von Distinktionsgewinn eine besonders gelungener Schachzug. Was wir hier schon sehen, ist dann die Präsentation dieser Handtaschen auf dem Laufsteg und ja, da traten die Models in weißer Schwesterntracht auf und ja, wie wir sehen, mit schwarzem Mundschutz 2008. Das war aber auch so die ganze Choreografie dieser Modenschau, auch wieder direkt inspiriert von einer Werkserie von Richard Prince von Gemälden, sehen wir auf dem nächsten Bild, die sogenannten Nurse Paintings, also Krankenschwesterbilder, die auch wiederum beruhten auf Abbildungen aus Groschenromanen, also wieder was aus der Trivialkultur von ihm aufgenommen und dann im dritten Schritt eben auf den Laufsteg gebracht. Also, aber hier sieht man, das lebt davon auch von dem Kitzel, dass das eigentlich was Fremdes ist, was jetzt hier als Kunst in die Mode kommt. Und beide haben was davon, dass sie sich das sozusagen trauen. Wenn wir nur ein Jahrzehnt weitergehen, dann also von 2008 nach 2017, 18, dann ergibt sich ein anderes Bild. Dann sieht man, dass Künstlerinnen und Künstler jetzt nicht mehr so sehr, im Allgemeinen zumindest, auf ihrer Autonomie beharren, dass sie es eher verheißungsvoll zu finden scheinen, wenn sie sich auf die Standards auch derer einlassen, mit denen sie kooperieren. Und ich denke, dass sich da so viel verändert hat innerhalb eines Jahrzehnts. Das hat sicher mehrere Gründe, aber ein Grund ist auf jeden Fall die Globalisierung, die ja dazu geführt hat, dass diese westliche Autonomie-Idee von Kunst überhaupt nicht mehr konkurrenzlos ist, auch insgesamt global gesehen ziemlich in die Defensive geraten ist. Und dass transkulturell eben nach ganz anderen Parametern als dem Grad der Autonomie über den Erfolg von Kunst entschieden wird. Eben auf dem globalen Markt geht es auch für die Kunst vor allem um ihre Eignung als Markenprodukt. Das heißt, ein berühmter, global erfolgreicher Künstler steht von vornherein heute nicht mehr im Kontrast zu einem Modelabel, sondern trifft sich sozusagen mit dem Label in derselben Liga. Also Künstlerinnen und Künstler sind auch Labels, auch Marken, werden auch so wahrgenommen wie eben zum Beispiel ein Label aus dem Modebereich oder aus anderen Luxusbereichen. Und da schauen wir uns jetzt, wir bleiben bei Louis Vuitton, aber jetzt eine Zusammenarbeit zwischen Louis Vuitton und Jeff Koons, eben von 2017, 18. Es geht wieder um Taschen. Und Sie sehen den Unterschied jetzt schon allein daran zu der Kampagne 10 Jahre vorher mit Richard Prince. Auf diesen Taschen haben wir jetzt zwei Logos. Unten links das Logo Louis Vuitton, unten rechts im selben Stil Jeff Koons. Also Jeff Koons wird genauso zum Logo. Ich weiß nicht, ob kann man. Also, ups. Na, das klappt hier nicht auf der Wand. Naja, aber ich glaube, Sie haben es gesehen. Ja, das ist, kann einfach auch gleich zu so einer historischen Assoziation verleiten. Also wie sich jetzt hier ein Künstler, ein Luxuswarenproduzent als zwei starke Marken treffen und damit ein doppelt auch mit Prominenz aufgeladenes Produkt anbieten. Solche ähnlichen Dinge gab es auch in der Vormoderne.
vor allem etwa in der Blütezeit der niederländischen Malerei im 17. Jahrhundert. Nächstes Bild bitte mal, wenn wir da nach Antwerpen gehen, also ins frühe 17. Jahrhundert. Die beiden berühmtesten Werkstätten waren die von Peter Paul Rubens und die von Jan Bruegel. Und die haben sich auch gedacht, na, wir können doch noch ein bisschen teurer die Bilder verkaufen, wenn wir das jetzt kombinieren. Also wofür war Rubens berühmt? Für seine Madonnen, Bruegel, also Jan Bruegel für die Blumen. Also wir machen Bilder, wo beides zusammenkommt, auch erkennbar in der Unterschiedlichkeit, aber trotzdem gleichwertig. Also da haben sich sozusagen zwei Supermarken des 17. Jahrhunderts getroffen auf diesen Bildern, die dann eben entsprechend beliebt waren. Ja, gehen wir eins weiter, gehen wir nochmal zurück zu dieser Kooperation. Hier ist ja das Interessante jetzt bei Kunz und Louis Vuitton, kommt ja, wenn man so will, noch eine dritte Marke jeweils ins Spiel, weil Thema jeder dieser Handtaschen ist ein berühmtes Gemälde aus der Kunstgeschichte und der Name des Künstlers steht noch größer auf der Tasche, also wie hier jetzt Da Vinci. Also das ist sozusagen die absolute Top-Marke. Da sind so Louis Vuitton und Jeff Koons nur so die kleinen Stifterfiguren im Vergleich dazu, könnte man auch sagen. Allerdings erfährt das jetzt noch dadurch eine andere Konnotation, wenn man weiß, dass Koons in seiner Arbeit als Künstler in den Jahren davor, also ab 2013/14, ganz viele alte Gemälde aus der westlichen Kunstgeschichte nachmalen ließ. Und unter anderem auch die Mona Lisa und dann diese Gemälde, nächstes Bild bitte, jeweils mittig um eine blaue Glaskugel ergänzt hat. Also das ist so eine dreidimensionale Zugabe noch dazu. Gleich das nächste Bild, dann bringen wir einen Blick in das eine der Werkstätten von Koons, wo man sieht, wie da diese ganzen Bilder entstehen. Und dadurch, dass es diese Serie gibt von Koons, wirkt jetzt diese Louis Vuitton-Edition auch nochmal umso mehr wieder als Arbeit auch von ihm. Also er hat jetzt nicht nur irgendwie Werke ausgewählt für diese Handtaschen, sondern hat eigentlich ein künstlerisches Konzept, das er seit Jahren schon verfolgt hat, jetzt in die Modewelt einfach übertragen. Dieses Konzept sollten wir noch ganz kurz angucken, weil es sehr sprechend ist dann auch nochmal für das Selbstverständnis des Künstlers. Also diese Serie heißt Gazing Ball Paintings und ich denke, an dieser Serie kann man sehr schön sehen, wie eben jetzt auch ein Künstler sich von einer Idee von Kunstgeschichte verabschiedet, also von dem verabschiedet, was eben für autonome Kunst immer so zentral war, sich immer zu verhalten zu einer ganzen Geschichte des eigenen Faches, der eigenen Disziplin. Und offenbar hat er selber jeglichen Anspruch aufgegeben, mit dieser Serie eine Geschichte der Kunst fortzuschreiben. Und was er macht, er bezieht sich eigentlich jetzt so auf die Kunstgeschichte, wie man sich eben in der Mode immer wieder auch auf Vergangenes bezogen hat. Also die Geschichte ist ein Pool, da kann man immer wieder was rausholen und wieder sorgen, neu aktualisieren. Aber im Grunde wird das enthistorisiert damit. Und auch letztlich die ganze berühmte Kunst ist auch nur so eine Spielart von heutiger Popkultur auf die Weise. Und das wird dann natürlich nochmal dadurch verstärkt, dass jetzt Koons diese blaue Kugel einsetzt und die Bilder jetzt noch mit so einer Art von Logo versieht. Man kann sagen, die Kugel ist einerseits einfach mal so ein Marker, was auf die Marke Jeff Koons verweisen soll. Und in Interviews erklärt er aber, und das ist jetzt hier, das er auf diesem Bild schon mal so konstelliert, dass er diese blauen Kugeln deshalb gewählt hat, weil die doch in Vorgärten so beliebt seien. Also er hat das, was in Vorgärten üblich ist, jetzt auf die Bilder gesetzt. Und er sagt, ja, das ist doch wunderschön, diese Kugeln, damit signalisiert man doch gleich seinen Nachbarn, dass man irgendwie ein netter Mensch ist und alles so ein bisschen harmonisch und freundlich haben will. Und also der Alltag wird mit ein bisschen Glanz geschmückt und das will er jetzt auch mit den Bildern machen aus der Kunstgeschichte. Warum? Auch da gibt es eine sehr interessante Antwort von ihm, das wäre ein Zitat am nächsten, das brauchen wir jetzt nicht ganz lesen, ich paraphrasiere es Ihnen einfach mal nur, wo er so seine Jugenderinnerungen schildert, dass er also mit seiner Tante oft ins Museum gegangen ist. Und die hat ihm viel gezeigt, aber sie hätte ihm nie wirklich Kunstgeschichte beigebracht. I was never brought up with a background in art history.
Und dann kam er aufs College und das erste Mal da mit seinen Kommilitonen ins Museum gegangen und es war für ihn ein schockierendes Erlebnis. Er hat gemerkt, dass er sich überhaupt nicht auskennt in der Kunstgeschichte und sagt, ja, und das eigentliche Wunder ist, dass ich diesen Moment überlebt habe, obwohl ich so deprimiert war, dass ich nichts wusste. Und er meint, die meisten Leute überleben diesen Moment nicht. Sie sind so einmal konfrontiert mit der Gewalt der Kunstgeschichte und werden davon so eingeschüchtert, dass sie fortan Finger weglassen von der Kunst. Und er hat es eben geschafft, heroisch diesen Moment also zu überstehen und hat sich daraufhin vorgenommen, so erzählt, dass er nur eine Kunst machen will, wo die Leute nicht eingeschüchtert werden, wo eben niemand rausfliegt aus dem Spiel. Deshalb bringt er jetzt die vorgartenfreundliche Version von Kunstgeschichte eben mit der blauen Kugel immer versehen. Also die blauen Kugel, so Heilmittel gegen drohende Minderwertigkeitsgefühle. Damit aber auch insgesamt nochmal die Aussage, eigentlich ist es doof, wenn wir Kunst so als Kunstgeschichte betrachten, das ist viel zu einschüchternd, viel zu exkludierend auch, das wollen wir doch eigentlich gar nicht. Also es geht darum, die Leute mitzunehmen, es geht darum, freundlich zu sein zu den Leuten. Und damit sehen wir eigentlich auch eben, ja, Kunst sieht Kunst nicht mehr so als Teil einer, ja, irgendwie so abgehobenen Hochkultur, sondern, nee, eigentlich soll die auch was sein, was den Leuten Spaß macht, Freude macht, sie mitnimmt. Also eigentlich soll eben Kunst genau das machen, was man vom Konsum immer gesagt hat, soll verführen, soll Komplimente machen, soll schmeicheln. Und deshalb ist für ihn auch klar, super, Handtaschen sind eigentlich noch viel besser als Bilder. Da kann man doch den Leuten noch eine größere Freude machen oder mehr Leuten vielleicht noch eine Freude machen. Also sie sehen hier plötzlich ein ganz anderes Selbstverständnis als Künstler und eben jetzt orientiert an der Mode oder sagen nochmal, das wird nochmal gehighlightet von Kunst, was vielleicht eben in der Mode ganz selbstverständlich immer schon so betrieben wurde. Da ist er sicher auch sehr forsch darin, wie er jetzt auch ein lange vorherrschendes Verständnis von Kunst oder Selbstverständnis vom Künstlertum hinter sich lässt. Wenn man mal guckt im Vergleich, das ist keineswegs überall so klar. Es gibt da auch ganz andere, zum Teil halt auch regelrecht ein bisschen traurige oder dramatische Geschichten. Also wo man sieht, Künstlerinnen und Künstler hängen irgendwie noch an dem alten Kunstbegriff fest, finden ihn irgendwie wichtig, zugleich aber spüren sie, dass der vielleicht nicht mehr gilt, sie werden woanders hingezogen, sie werden letztlich zerrissen auch zwischen zwei Bewegungen, die sie so spüren. Das möchte ich Ihnen auch an einem Beispiel zeigen, wo das, glaube ich, sehr anschaulich wird, nämlich am Beispiel der Künstlerin Vanessa Beecroft. Da ist schon das erste Bild, die ist in den 90er Jahren berühmt geworden mit Performances, meist auf Einladung von Museen, von Ausstellungshäusern. Da hat sie jeweils Modelle gecastet nach bestimmten, immer wieder anderen Kriterien und dann in Konstellationen gebracht. Manchmal nackt, manchmal teilweise unbekleidet, manchmal sehr modisch gekleidet, manchmal so wie hier in so einer Uniform gekleidet. Immer aber war es so, dass die Vielfalt an Menschen nicht eine Verschiedenheit zeigen sollte, sondern die sollte möglichst ähnlich aussehen. Also es war manchmal auch, wenn es um nackte Figuren ging, immer derselbe Typ dann zum Beispiel auch. Also es ging nicht darum, Individualität oder Diversity, Vielfalt zu zeigen, sondern es ging eher darum, auch vielleicht die Körper in sowas Ornamentales zu überführen. Beim nächsten Bild sieht man das vielleicht auch nochmal ganz schön. Das sind jetzt hier nackte, aber dann eben angemalte Figuren. Und eben bei vielen dieser Performances hat auch Kleidung eine große Rolle gespielt. Und damit natürlich auch von vornherein so eine Nähe zu Laufsteg-Events. Und die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Mode hat sich für Beecroft gestellt. Und da gibt es ein interessantes Interview von ihr. Das wäre die nächste Folie, wo sie genau gefragt wird, dann haben sie sich hier Sorgen gemacht, dass ihre Kunst zu modisch sein könnte. Und dann sagt sie, ja, ich war absolut besorgt. Ich habe mich auch, und jetzt kommt wirklich eine harte Aussage, ich habe mich auch dafür geschämt,
dass die Modewelt so eine große Rolle in meiner Arbeit spielt. Also da merkt man, Sie als Künstlerin hat ein Problem damit, dass da jetzt so eine Nähe ist oder so eine Assoziation ist. Am Anfang versuchte ich, mich davon fernzuhalten. Prada stellte Schuhe bereit, was sehr großzügig war, und ich wollte bestimmte Elemente aus der Mode einbeziehen. Manolo Blahnik-Schuhe zum Beispiel, weil sie besonders idealisiert aussahen, wie gezeichnet. Doch ich hatte das Gefühl, die Kunstwelt verraten zu haben, weil diese Werke nicht formell auf Kunst und Disziplin beruhten. Ich fragte mich, woran das lag. Womöglich hatte ich als Frau mit bestimmten Problemen den Drang, Dinge auszudrücken, die keine traditionelle Kunst sind. Das bedauere ich. Ich habe immer gedacht, wenn ich ein Mann wäre, würde ich vielleicht abstrakte Gemälde malen. Die liebe ich nämlich. Meine Lieblingskünstler sind völlig minimalistisch. Also es klingt schon ziemlich deprihaft, eigentlich diese Passage aus dem Interview. Sie schämt sich, sie hat das Gefühl, sie verrät die Kunst, sie sieht sich aber auch irgendwie gefangen in ihrem Geschlecht, in ihrer Sozialisierung, sieht eigentlich keine Möglichkeit in der Kunst, sich zu verwirklichen, sich mit dem zu identifizieren, was sie selber macht. Also sie gehört da irgendwie nicht dazu. Und das führte tatsächlich dann dazu, dass sie 2010 ihre Kunstkarriere erstmal abgebrochen hat. Und was hat sie gemacht? Sie hat die Seite radikal gewechselt hin zur Mode. Und sie hat einige Jahre fast exklusiv zusammengearbeitet mit Kanye West, also dem Rapper und eben Modedesigner und Mann von Kim Kardashian. Hat also für Kanye West Bühnenshows entwickelt, Musikvideos, seine Marke mit aufgebaut, seine eigene Cheesy. Das wäre das nächste Bild, bitte. Da sieht man jetzt so eine Modenschau, die sie gemacht hat für Kanye West. Oder gleich nächstes Bild, das war dann die berühmteste Zusammenarbeit, riesiges Mode-Event 2016 in den Madison Square Gardens in New York. Da hat sie sich inspirieren lassen von Flüchtlingslagern und so ein Abbild des armen Amerika als Mode-Event nachgebaut. Das ist also dann live übertragen worden weltweit in 700 Kinos, diese Geschichte, 20 Millionen Live-Zuschauer allein. Also gigantisches Mode-Event. Aber sie hat insgesamt eigentlich auch nicht nur die Rolle jetzt angenommen, da für die Mode zu arbeiten, sondern eigentlich so eine Rolle angenommen auch von so einer, wie Kunst in der vormodernen Zeit auch verstanden wurde, oft wenn sie so an Hofkünstler denken, die waren ja auch verantwortlich für das Design von Feuerwerken und für die Gestaltung von Tischtafeln und für Imagepolitik und der Herrscher und für alles Mögliche. Und so war sie genauso, könnte man sagen, die Hofkünstlerin für Kanye West. Also, und sie hat auch die Hochzeit von Kanye West und Kim Kardashian ausgestaltet. Da gibt es nur ein paar heimliche Fotos. Das war nämlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber so ein bisschen Ahnung kriegt man davon. Also sie hat im Grunde das gemacht, was, wie gesagt, Hofkünstler, Hofmaler früher gemacht haben, nur mal so als kleine historische Assoziation, hier nochmal so aus dem 18. Jahrhundert, beim nächsten Bild bitte, da was vom Wiener Hof, da eine Hochzeit, wie das choreografiert wurde und dann auch wieder natürlich in Malerei dargestellt wurde. Also hier lebt im Grunde so ein auch sehr angewandtes Verständnis von Kunst jetzt wieder auf, bei dem, was jetzt hier eben Vanessa Beecroft für Kanye West gemacht hat. Und all diese Trennungen, die wir in der Moderne so haben, eben zwischen High and Low und frei und angewandt oder eben auch Kunst und Mode, das spielt hier keine Rolle. 2017 haben sich die Wege getrennt, angeblich eine Intrige von Kim Kardashian gegen Vanessa Beecroft. Und seither versucht Beecroft jetzt auf zwei Wegen parallel ihre Rolle neu zu definieren. Und das ist auch eigentlich sehr interessant. Sie arbeitet einerseits jetzt für andere Modelabels. Nächstes Bild bitte. Das ist zum Beispiel eine Kampagne für Sisley, wo sie einmal mehr so ihre Erfahrung nutzt in der Formation größerer Gruppen. Aber wenn man genau schaut, jetzt fällt einem doch ein Unterschied auf zu ihren früheren Kunstperformances. Weil jetzt sehen die Protagonisten, Protagonistinnen jeweils unterschiedlich aus. In jeder Kampagne wird jetzt nur hier auf ethnische Vielfalt geachtet. Das hat Beecroft auch schon bei Kanye West gelernt.
Also klar ist jede Modemarke, die heute auch sagen, drauf aus ist, ja, sagen, möglichst große Verbreitung zu finden, ihre Umsätze zu steigern, muss auch versuchen, möglichst viele unterschiedliche Menschen anzusprechen, gerade durch die Macht der sozialen Medien auf möglichst vielen Accounts präsent zu sein, unterschiedlicher Influencer und Leute. Und möglichst niemand zu übersehen, also das Prinzip Diversity hat sich in der Mode ja sehr stark durchgesetzt und das hat eben jetzt auch sich ausgewirkt hier auf die Art und Weise, wie Beecroft heute solche Gruppen konstelliert, anders als früher. Andererseits aber ist sie seit 2018 jetzt auch wieder als Künstlerin tätig, das wäre das nächste Bild, und macht jetzt vor allem Skulpturen aus Ton und Keramik, wie man es hier sieht. Und wollte gleich noch ein nächstes Beispiel zeigen. Genau, also auch hier geht es jetzt bei diesen Skulpturen um Figuren im Plural, könnte man sagen. Aber auch hier eben nicht um Einheitlichkeit, sondern um Vielfalt, um Diversität. Also diese Figuren unterscheiden sich auch in Form und Farbigkeit. Aber noch interessanter ist vielleicht, dass eigentlich all diese Figuren, nehmen wir gleich das nächste Bild bitte, ja, eigentlich so an Positionen der klassischen Moderne erinnern. Ich habe nur mal so ein paar Assoziativbeispiele gebracht, Majorl, Gerhard Marx, Gustav Seitz. Aber interessant ist das Verhältnis, was Beecroft dazu hat. Also sie zitiert jetzt nicht einfach nur die Moderne so in postmoderner Ironie. Sie bemüht sich aber auch jetzt nicht um eine formale Weiterführung oder explizit eine Reflexion der Stilelemente der Moderne. Also sie scheint sich nicht eben einer Geschichte oder der Geschichte der Kunst verpflichtet zu fühlen, diese Geschichte fortschreiben zu wollen, nein, sondern sie greift einfach auch hier Früheres auf, als gäbe es einfach diesen Pool an Möglichkeiten, aus dem man sich bedienen kann. Und damit übernimmt sie eben auch für ihre Arbeit als Künstlerin letztlich den für Mode typischen Umgang mit Vergangenheit und Geschichte. Und so könnte man sagen, auch als Künstlerin macht Beecroft eigentlich inzwischen weniger Kunst als Mode und sagen, die Logik der heutigen Mode, Diversity und Geschichtslosigkeit, die prägt eben jetzt auch ihre Arbeit als Künstlerin. Und umso merkwürdiger ist es eigentlich, dass sie jetzt trotzdem so strikt getrennt zu halten versucht, was sie einerseits als Kunst macht und was sie eben zusammen mit Modelabels entwickelt. Also sie beharrt hier auf einer Grenze, obwohl sie selber eigentlich diese Grenze bei ein bisschen genauerer Betrachtung überhaupt nicht einhält. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen, wie ich vorher sagte, fast schon so ein bisschen tragisch auch, was hier eigentlich passiert. Andere Künstler gehen einen anderen Weg und bemühen sich explizit darum, was anbieten zu können, was tatsächlich jetzt sowohl Kunst als auch Mode ist, was also in beiden Bereichen Anerkennung findet. Auch dazu will ich Ihnen noch ein Beispiel geben, dann kommen wir allmählich zum Schluss, nämlich den US-amerikanischen Künstler Sterling Ruby. Nächstes Bild bitte. Der begann als Künstler, hat dann Mode für verschiedene große Marken entworfen und hat inzwischen ein eigenes Label mit dem etwas komplizierten Namen SR Studio LACA. Und eben unter diesem Modelabelnamen entstehen Stücke, die zugleich aber auch als Kunst präsentiert werden. Nächstes Bild bitte. Also das sind so Artefakte, kann man sagen, die ein Doppelleben führen. Und eins dieser Stücke mit Doppelleben, also die gleichermaßen Kunst und Mode sein sollen, ist dieses hier, Wheel Flag, aus dem Jahr 2020, ein Teil aus verwaschenem Jeansstoff. Und es gibt zwei Verwendungsweisen dafür, die Sterling Ruby auch explizit beide vorschlägt. Man kann sich das als Bild an die Wand hängen, dann ist es Kunst. Oder man kann es eben als Kleidungsstück sich über die Schultern legen, dann ist es Mode. Und bei dem handelt es sich unverkennbar um eine Paraphrase auf die US-Flagge, allerdings ohne Stars and Stripes, auch ohne bunte Farben. Also
auch hier wieder so ein spröder, fast minimalistischer Charakter. Insofern kann man sagen, also als Kunstwerk passt es ganz klar in die Tradition der Moderne, eben erstmal auch was zu dementieren, was nicht zu zeigen, auch ein bisschen abweisend, schroff zu sein. Wir denken hier nochmal an Adorno und Spörri und so zurück an der Stelle. Man kann sich auch ganz konkret hier an was erinnert fühlen, nämlich an die berühmten Enkaustikbilder von Chester Jones aus den 50er Jahren überwiegend, wo ja auch die US-Flagge besonders Vorbild war. Und es gibt ganz konkret sogar so dieses Bild von Chester Jones, White Flag hier rechts, wo auch schon auf das Blau und Rot der Flagge verzichtet wurde und nur die Sterne so leicht reingekratzt wurden noch in die reliefartige Oberfläche. Also Ruby bleibt jetzt, wenn man jetzt dieses Teil als Kunst betrachtet, bleibt er so ganz klar im Fahrwasser der Moderne. Also als Künstler würde man sagen, setzt er hier gewiss keine neuen Standards, lässt auch wiederum eigentlich keinen Ehrgeiz erkennen, jetzt die Kunstgeschichte fortsetzen zu wollen. Wie ist es aber, wenn wir dieses Teil Wheel Flag als Kleidungsstück betrachten? Also man kann sich ja so umhängen, wie sich sonst Fußballfans in eine Fahne hüllen. Also es ist dann schon so geeignet, auch als Objekt für emotionale Bekenntnisse. Und es gibt ein ganz interessantes Video, was Ruby gemacht hat für die Pariser Fashion Week letztes Jahr. Und da sieht man, ich habe jetzt nur einige Stills, einfach mal die nächsten drei Bilder noch schnell hintereinander, ein paar Stills aus diesem Video. Da sieht man, wie sich also sozusagen ein Mensch, der zuerst vom Stoff dieser Flagge bedeckt ist, fast erdrückt wird davon, wenn Sie das oben links sich anschauen, sich dann eben so langsam erhebt und dabei die Flagge immer weiter ausbreitet, bis wir das unten rechts sehen. Und das wirkt dann so, als würde er sozusagen die Flagge umso stolzer präsentieren, je mehr er sich davon befreit. Was man hier jetzt bei diesen Stills nicht sehen kann, aber auf dem Video eindeutig ist, es handelt sich hier um einen Schwarzen, der das performt, und damit ist die Aussage auch ziemlich klar, nämlich zur Geschichte der USA gehören Sklaverei und Unterdrückung, was man so oben links sieht, genauso wie die Ideale von Freiheit und gleichen Rechten für alle, was sozusagen das Bild unten rechts, also am Ende des Videos, symbolisiert. Also dieselbe Flagge steht auch eben für Repression wie auch für Emanzipation, also erinnert an die gewaltsame Vergangenheit und lässt auf eine bessere Zukunft hoffen. Aber es ist sozusagen jetzt noch nichts entschieden in der Gegenwart und deshalb fehlen die Farben, die Sterne. Also Ruby will mit seinem Design sagen, das Land hat sich diese Sterne noch nicht verdient. Sie sind aber schon angelegt, aber sie müssen erst noch verdient werden. Also eine explizit politische Aussage, und die wurde dann noch dadurch bekräftigt, nächstes Bild bitte, dass die Käuferinnen und Käufer dieser Flagge als Zugabe eine Konstitutionserklärung der USA erhalten haben. Das ist das, was man oben links sieht. Und auch nicht irgendeine Konstitutionserklärung, sondern herausgegeben von der American Civil Liberties Union. Das ist eine der ältesten, ehrwürdigsten NGOs in den USA mit über 100-jähriger Tradition. Also für $650, so viel hat so ein Exemplar gekostet von Wheel Flag, war auf 50 Exemplare limitiert, hat man ein Kunstwerk gekriegt, hat man Mode gekriegt und hat auch noch quasi einen Einsatz für mehr Bürgerrechte geleistet. Und durch diese Politisierung hat natürlich jetzt dieses Kleidungsstück auch nochmal als Mode mehr Brisanz entwickelt. Aber die Brisanz jetzt nicht durch einen besonderen Stoff oder tollen Schnitt, sondern allein eigentlich durch die Botschaft, die damit assoziiert wurde. Ich denke, als Stück Mode kann man interessanter drüber reden als Kunstwerk. Da ist es, wie ich versucht habe zu sagen, relativ in gewohnten Bahnen geblieben. Jetzt fragen Sie vielleicht, nicht zuletzt mit Blick auf die Ausstellung hier, ob es nicht auch früher schon Stücke gab, die Mode und Kunst zugleich waren. Mein Blick fällt jetzt hier gerade auf diesen Filzanzug von Joseph Beuys. Wir haben ihn aber auch hier. Lustigerweise auch wieder aus dem Jahr 1970, also wie die Arbeit von Spörri, wie Adornos ästhetische Theorie. Ja, und auch das ist ja ein Objekt, könnte man sagen, das Kunst ist und sich dennoch wie Mode tragen lässt. Und auch das ist ein Objekt, das eine politisch-weltanschauliche Botschaft besitzt,
Beuys hat diesen Anzug ausdrücklich in einer Auflage von 100 Stück produziert, um diese Botschaft auch bekannter zu machen. Wissen wir gegen Ende des Beuys-Jahres alle nochmal frisch, Filz für Beuys, ja natürlich Material der Wärme, des gespeicherten organischen, tierischen Lebens, Filz damit Stoff der Kreativität, die sonst ja durch so eine Zivilisation gehemmt wird. Und interessant ist noch ein Detail, man kann es nicht gut erkennen bei diesem Exemplar, aber an sich hat Beuys über der Außentasche links oben immer noch also einen Stempel platziert, diesen sogenannten Hauptstromstempel, also von ihm entworfener Stempel, der immer wieder in seinem Werk auftaucht, und hat es aber hier an der Stelle angebracht, wo sich das Herz befindet. Also das repräsentiert für Beuys jetzt diesen Energiekreislauf, das also auch nochmal so ein Symbol für Kreativität, für unentfremdetes Leben. Allerdings, auch das können Sie sehen, wenn Sie genauer mal hingehen, ist dieser Anzug nicht wirklich gut tragbar, er hat zum Beispiel keine Knöpfe. Beuys hat ihn selbst einmal getragen. Er ist dann auch auf ihn zugeschnitten. Es gibt ihn also auch jetzt nicht in verschiedenen Größen verfügbar. Man könnte also eher sagen, es ist eigentlich ein Selbstporträt mit anderen Mitteln, also gehört allein zum Künstler und ist damit eben auch Kunst und letztlich doch keine Mode. Da aber nochmal ein allerletzter Reflex, nochmal zurück zu Sterling Ruby. Der hat ebenfalls eigentlich damit begonnen, das wäre jetzt auch das letzte Bild, Kleidung für sich zu machen. Also die ersten Stücke, die er gemacht hat, hat nur er getragen und hat auch im Interview gesagt, einerseits, er hat fast nur selbst gefertigte Kleidung getragen, jahrelang, auch aus den Resten, die entstanden sind, aus der Kunst, die er gemacht hat, also aus Bildern, die er gemacht hat. Und erst dann, in dem nächsten Schritt, ergaben sich Kooperationen dann mit anderen Labels und dann eben im übernächsten Schritt die Gründung der eigenen Marke. Und da finde ich jetzt den Unterschied nochmal ganz interessant, wo man sieht, was innerhalb des halben Jahrhunderts passiert ist. Also Künstlerinnen und Künstler wie Spöri, wie Beuys, wie viele andere haben sich immer dialektisch mit Mode auseinandergesetzt, haben darin eben auch vor allem den Gegenspieler gesehen, den man nicht einfach übersehen darf, aber dem man sich auch nicht zu sehr anbiedern oder annähern sollte. Jetzt haben wir eine neue Generation von Künstlerinnen und Künstlern, die kein Problem haben, auch so konform zu gehen mit der Mode, die den Ehrgeiz haben, selber Label zu sein, eigene Labels zu entwickeln und wo dieser Ehrgeiz, autonom zu sein, dafür eigentlich völlig geschwunden ist. Ja, ich hoffe, mit diesem kleinen Parcours haben wir jetzt bisschen eine Ahnung gekriegt, wie unterschiedlich diese Verhältnisse sein können von Kunst und Mode. Ich danke Ihnen erstmal für die Geduld. Ich nehme an, wir können jetzt noch ein bisschen diskutieren, oder? Dann würde ich mich sehr freuen über Fragen, Kritik, Anregungen, was immer. Erstmal danke.